Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Ich habe eigentlich mir selber geschworen, ich möchte kein Video zum Thema Pokémon Switch Leaks mehr machen. Es gibt im Moment so viele davon und es wird im Moment im Voraus so viel Schwachsinn gleich für wahr gehalten und dann wird das gleich wieder gehatet und deswegen auf diesen Zug wollte ich gar nicht erst aufspringen, weil ich einfach das nicht unterstützen wollte, dass Leute da draußen sich irgendwie einen Spaß daraus machen. Jetzt ist allerdings ein neuer Leak aufgetaucht, ein äußerst umfangreicher Leak. Dieser Leak ist besonders interessant, da er bereits geleakte Sachen miteinander verbindet, einige Sachen davon halt dementiert, andere Sachen allerdings auch bestätigt. Legen wir einfach mal los. Wir sind hier auf der Seite von Pokéfans und Pokéfans hat gestern einen Artikel hochgeladen, wo es angebliche geleakte Informationen eines offiziellen Nintendo-Mitarbeiters geben soll. Dieser besagte Nintendo-Mitarbeiter hat also in einem Brief zusammengefasst, was er über dieses Spiel weiß. Er sagt auch, dass er nicht alles weiß, aber er weiß schon mal eine Menge und es sind eine Menge schöne Sachen dabei, wenn sie tatsächlich stimmen sollten. Das erste, was mich persönlich so ein bisschen skeptisch stimmt, ist halt so ein bisschen so diese Background-Story dahinter. Ich bin Nintendo-Mitarbeiter und ich leak einfach irgendwelche Sachen. Ich könnte dafür meinen Job riskieren, aber ich wollte Nintendo sowieso in ein paar Monaten verlassen. Das ist so ein bisschen so, das kann einerseits natürlich was Gutes heißen, das kann aber auch genauso was Schlechtes heißen. Also sind wir letzten Endes immer noch genauso schlimm wie vorher. Wie in den letzten Tagen schon sehr viel erzählt wurde, sollen die nächsten Spiele angeblich Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli heißen. Das bestätigt dieser Nintendo-Mitarbeiter hier ebenfalls. Die Spiele heißen Let's Go Pikachu und Evoli. Nintendo möchte das Pokémon-Franchise vergrößern, indem sie Pikachu eine Partner-Symbolfigur geben und Pokémon somit ein neues Gesicht verleihen. Daher wurde Evoli in den letzten Monaten so ins Rampenlicht gerückt. Ich bin ganz ehrlich, mir ist es nicht aufgefallen, dass Evoli in den letzten Monaten irgendwie besonders hervorstach oder sonst irgendwas. Aber ich finde die Idee ganz nett, dass man neben Pikachu vielleicht noch eine andere Symbolfigur oder ein anderes Gesicht bekannt machen möchte. Pikachu war das Starter-Pokémon von Ash, Evoli war das Starter-Pokémon von Gary. Daher war auch Evoli irgendwie immer mit dabei. Ein paar Dinge sind immer noch an dem Spiel zu machen, aber Folgendes weiß ich. Punkt 1. Die Spiele werden in Kanto und Fragezeichen stattfinden. Im Laufe der Stichpunkte wird klar, dass darauf abgezielt wird, dass man sowohl Kanto als auch eine ganz neue Region besuchen werden kann. Und bevor ich da näher drauf eingehe, machen wir einmal kurz weiter an dem nächsten Punkt. Ich bin mir nicht sicher, was das 100 Jahre in der Zukunft Gerücht angeht, weil Rot und Blau in den Spielen auftauchen, aber deutlich älter geworden sind. Gut, wir befinden uns also anscheinend laut Leak-Berichten in einem Zukunftsszenario. 100 Jahre in der Zukunft finde ich ein bisschen sehr abartig dafür, dass dann halt irgendwie Rot und Blau irgendwie noch auftauchen sollen. Also ich weiß nicht, was wir dann mit einem 110 Jahre alten Rot oder mit einem 110 Jahre alten Blau dann irgendwie anfangen sollen, aber warten wir mal ab. Es handelt sich um die 8. Spielegeneration. Nintendo wirft mit Pokémon auf der Switch einen neuen Blick nach vorne. Haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Viele haben sich ja im Voraus schon darüber beschwert wieder, warum soll denn gleich wieder eine neue Generation entstehen. Aber Leute, schaut euch bitte hier oben in der Ecke nochmal das Video an, was ich zum Thema 8. Generation gemacht habe. Und dann werdet ihr sehen, eigentlich wäre es gar nicht so unsinnig. Also ich persönlich muss schon sagen, es wäre meiner Ansicht nach nicht unbedingt falsch, eine neue Generation zu veröffentlichen. Kanto unterscheidet sich in diesem Spiel sehr, sehr stark von Kanto in den vergangenen Spielen. Es gab eine Tragödie, die dafür sorgte, dass Kanto in verschiedene kleine Inseln zerbrach. So, endlich mal wieder ein bisschen Lore, endlich mal wieder so ein bisschen Hintergrundstory, endlich mal wieder was, wo man auch eventuell so ein bisschen mehr hineininterpretieren kann, wo man so ein bisschen diskutieren kann, wo man so ein bisschen Hintergrund-Background-Story einfach so ein bisschen erschaffen kann oder über neue Mythen oder über neue Gerüchte irgendwie spekulieren kann. Wenn das stimmen sollte, darauf freue ich mich wirklich sehr, sehr krass. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn man Kanto immer noch ein bisschen erkennen würde, weil ja, die Städte sind natürlich für mich Nostalgie pur. In der Mitte der Inseln formte sich eine riesige neue Insel. Sie ist größer als jede der Alola-Inseln, so groß, dass sie als eigene Region gilt. Hier war tatsächlich so ein Punkt, an dem ich erstmal schlucken musste, beziehungsweise an dem ich gedacht habe, okay, so ganz von diesem Alola-Ding konnte man sich ja anscheinend irgendwie noch nicht trennen. Ich brauche nicht unbedingt nochmal einen neuen Alola-ähnlichen Teil, weswegen ich hier dann irgendwie so erst gedacht habe, naja, schauen wir mal. Das werdet ihr übrigens das Öfteren in diesem Video noch hören. Schauen wir mal. Ist alles noch nicht klar? Ist alles noch nicht bestätigt? Also macht bitte kein Trinkspiel draus. Ihr werdet mit einer Alkoholvergiftung aus diesem Video gehen. Ja, es ist wahr. Einige der italienischen Leaks hatten recht. Die kleinen Inseln Kantos umgeben eine größere Region, die als Hauptmetropole gilt. Wir haben also hiermit schon mal eine ungefähre Map, also wir haben eine große Hauptmetropole in der Mitte, die eine eigene Region ist, die wahrscheinlich dann die neue Region sein wird und ringsherum sind dann
viele kleine Inseln, die insgesamt Kanto ergeben. Jetzt wird's ganz interessant. Pokémon ändert seine Richtung mit diesem Spiel drastisch. Sie werden alle mit einem neuen Geheimrezept überraschen, welches sie sich für die Switch ausgedacht haben. Also wenn das schon so formuliert ist, dann gehe ich ganz ehrlich gesagt davon aus, dass es mehr ist als einfach nur irgendwie, weiß nicht, Bewegungssteuerung in den Attacken oder sonst irgendwas. Dann wird es hier vielleicht tatsächlich irgendwas sein, womit wir noch rein gar nicht rechnen. Ich denke mal, es wird auch was sein, was wieder sehr polarisieren wird, wie ich die Pokémon-Gemeinde kenne. Aber bleiben wir mal gespannt, was in den nächsten Punkten noch so erzählt wird. Es wird neue Pokémon geben. Viele von ihnen sind Entwicklung und Vorentwicklung bekannter Pokémon. Gut, neue Regionen, neue Generationen dann wahrscheinlich und damit natürlich auch neue Pokémon. Dass es allerdings neue Vor- und neue Nachentwicklung bereits bestehender Pokémon geben wird, finde ich absolut cool. Weil es hier, ich habe das ja schon das öfteren Mal angesprochen, dass es einige Pokémon gibt, die unbedingt nochmal eine Vor- oder eine Nachentwicklung brauchen. Und wenn Kanto hier auch nochmal so aufgegriffen wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich auch viele Vor- und Nachentwicklungen aus Pokémon der ersten Generation geben wird. Vielleicht sehen wir also ein Purenduck oder ein oder ein Lapras 2 oder so. Ich bin sehr gespannt, was den Punkt angeht. Ich weiß nichts über Guruchu. Guruchu ist eine ursprünglich geplante Zeitentwicklung von Pikachu, die vor kurzem enthüllt wurde und von der Fans denken, dass sie im Spiel vorkommen könnte. Aber Evoli enthält eine neue Entwicklung, die auch im kommenden Kinofilm zu sehen sein wird. Guruchu ist ein vor wenigen Tagen erst geleaktes oder später bekannt gewordenes Pokémon, welches eine Alternativentwicklung von Pikachu gewesen sein sollte. Hier wird dann jetzt spekuliert, ob Guruchu vielleicht nochmal tatsächlich neu aufgegriffen wird, ob das nochmal neu hinzukommen wird. Wobei ich aber sagen muss, wenn die Pokémon schon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli heißen und Evoli tatsächlich eine neue Entwicklung bekommen soll, was ich übrigens sehr befürworte und ich hoffe, es ist ein Geisttyp oder ein Drachentyp oder sowas oder irgendwas Cooles, dann kann ich mir genauso gut vorstellen, dass Guruchu eben auch nochmal dazukommen wird, beziehungsweise, dass man dann eben eine neue Evoli und eine neue Pikachu-Entwicklung halt dazu packt. Die Kampfmechaniken bleiben relativ dieselben wie bisher. Die Gerüchte über die Go-Integration in die Spiele sind aufgepusht und übertrieben. Pokémon kommen in der Overworld vor. Pokémon zu fangen wird etwas schwieriger. Daraus resultiert, dass Pokébälle im Markt billiger werden. Gut, dass Pokébälle im Markt billiger werden, ist, denke ich, einfach so ein, Punkt, an dem man halt sagt, so ja, dann gut, okay. Wenn die Pokémon schon schwieriger zu fangen sind, macht das absolut Sinn. Diese Gerüchte über die Go-Integration habe ich tatsächlich nur teilweise mitbekommen. Viel interessanter ist der nächste Punkt. Man kann Pokémon aus Pokémon Go in diese Spiele übertragen. Und hier wittere ich so ein wenig den Versuch, Pokémon Go wieder relevanter zu machen, weil, und das wird auch funktionieren. Es werden, denke ich, Leute danach auch wieder mehr Pokémon Go spielen oder Pokémon Go zumindest nochmal anwerfen, um sich ihre ganzen OP-Pokémon dann halt in dieses Switch-Spiel übertragen zu lassen. Ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich mit irgendeiner App oder sowas funktionieren, die man dann halt irgendwie mit der Switch verbinden kann. Ich weiß über die Technik ehrlich gesagt da noch relativ wenig. Ist so ein bisschen wie der Pokéwalker, haben wir gestern im Stream auch schon mal angesprochen. Der Pokéwalker war damals ähnlich. Denke aber nur, dass die Nutzung des Ganzen relativ kurzweilig sein wird. Ich persönlich für meinen Teil müsste sagen, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich würde, denke ich, schon Pokémon Go danach mal wieder ein bisschen mehr zocken und dann halt auch schauen, dass ich dann halt irgendwie Pokémon mal auf das Switch-Spiel dann halt irgendwie rübertausche. Es gibt nur ein legendäres Schlangen-Pokémon, das bereits in einem italienischen League angesprochen wurde. Es hat unter anderem den Typen Gift. Es spielt eine große Rolle für das Kanto-Desaster. Hier wieder ein bisschen Lore-Stuff, finde ich absolut nice. Typ Gift hört sich schon nach Desaster an. Und hier nochmal ein Hinweis auf das nächste Pokémon. Ich wurde nicht über das andere legendäre Pokémon informiert. Es taucht in der Evoli-Version auf. Das heißt, das legendäre Schlangen-Pokémon wird es dann wahrscheinlich für Let's Go Pikachu geben. Und das andere legendäre Pokémon wird es dann wahrscheinlich auf Let's Go Evoli geben. So Leute, haltet euch fest. Pokémon folgen dem Spieler wieder! Game Freak hat endlich verstanden, wie wichtig es für Fans ist, dass Pokémon einem wieder folgen. Und das ist einfach so eine Kleinigkeit, die mich einfach mega hypt, über die ich mich mega freue und auch und über die ihr euch auch mega freuen werdet. Ich weiß es ganz genau, weil das mir so viele Leute geschrieben haben, dass sie sich das wünschen. Und ich finde die Formulierung so unfassbar befriedigend. Game Freak hat endlich verstanden, wie wichtig es für Fans ist, dass Pokémon einem wieder folgen. Booyah in dein Gesicht, Game Freak. Vielen, vielen Dank. Wenn das stimmt,
Geil, Chapeau auf diesen Typen. Die Starter sind tatsächlich die klassischen Kanto-Starter. Man erhält als Geschenk außerdem ein Pikachu oder Evoli, abhängig von der Spielversion. Und das ist... Oh. Ich find's geil. Ich persönlich find's absolut geil. Ihr kennt mich. Ich bin Kanto-Liebhaber. Und es wird ein absolut geiles, nostalgisches Gefühl sein. Ich hoffe, wenn das wirklich 100 Jahre später ist, dass es aber nicht so ein 200 Jahre alter Professor Eich sein wird, der uns da die Pokémon überreicht. Aber ich find's auch sehr, sehr schön. Auch eine sehr schöne Anspielung auf den Anime damals, beziehungsweise auf Ash und Gary, dass man ein Pikachu oder eine Evoli geschenkt bekommt. Jetzt ein weiterer Punkt, der mich wirklich hoffen lässt. Viele Ideen in diesen Spielen stammen von Ideen von Fans ab. Und das ist sowas gewesen, da habe ich erstmal ganz tief einatmen müssen gestern im Stream und gedacht, Leute, wie geil, wir haben endlich ein auf Fanideen basierendes Game. Und ihr wisst, wie geil Fanideen sind. Und ihr wisst, wie sehr wir gelitten haben, dass Gamefreak das all die Jahre nicht gemacht hat. Ich kann mir da so geile Sachen vorstellen. Ich kann mir da so großartige Sachen vorstellen. Das Schurkenteam entscheidet sich sehr stark von den bisherigen. Sie sind sehr leidenschaftlich und wollen ihre Ziele durchsetzen. Ich kenne ihre Namen und ihr tatsächliches Ziel jedoch nicht. Sie werden in Silber dargestellt. Gut, Never Change a Running System. Wir haben also wieder mal ein Kontrahententeam. Welches sich diesmal aber von den anderen unterscheidet, in welcher Hinsicht, auch wenn das Wort Schurkenteam schon so in Anführungszeichen gesetzt wird, es wird wahrscheinlich einfach nicht bösartig sein oder es wird wahrscheinlich halt einfach irgendwie Leute mit Interessen sind, die wir aber irgendwie nicht so vertreten können. Die Versionsunterschiede in den Spielen sind sehr hoch, höher noch als in Schwarz und Weiß. Und das ist ein Punkt, an dem ich halt echt sagen muss, es könnte tatsächlich sein, dass ich mir das erste Mal wirklich am Release-Tag beide Spiele kaufe. Cleverer Schachzug. Nintendo. Cleverer Schachzug. Plus und Minus waren ursprüngliche Ideen für die Spiele. Daraus entstanden die Ideen von kleineren Inseln und einer größeren Hauptinsel. Leute, Plus und Minus haben wir uns vor 3-4 Jahren schon mal drüber unterhalten. Das war früher schon ganz groß im Gespräch, ob es weitere Pokémon-Editionen geben wird mit dem Namen Pokémon Plus und Minus. Und interessant, dass das immer noch nicht so ganz abgestreift ist, beziehungsweise dass es immer noch Inspirationsquelle für heutige Spiele ist, nach all den Jahren. Sehr interessant auf jeden Fall. Das Gerücht über Ultra-Shinies stimmt nicht. So etwas gibt es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gerücht über die Ultra-Shinies gar nicht mitbekommen. Es scheint eine spezielle Form von Shiny-Pokémon irgendwie zu sein. Hätte ich irgendwie... Weiß nicht, ob ich das gefeiert hätte. Aber gibt's ja sowieso nicht. Von daher können wir das Ganze abhaken. Von der Story her ist das Spiel perfekt, ausgehend von dem, was ich gehört und gesehen habe. Es ist eines der emotionalsten Pokémon-Spiele. Die Story wird euch zum Weinen bringen. Es gibt eine tiefgründige Bedeutung hinter den Zielen des Schurkenteams. Und das ist ein Punkt, Leute, an dem ich echt sagen muss, Hut ab, wenn das tatsächlich stimmen sollte, weil... Oh, so eine emotional ergreifende Story, warum nicht, Alter? Warum wirklich nicht? Ich könnte mir da echt... Oh, Es läuft mir jetzt so ein bisschen kalt den Rücken runter. Und wenn er schon sagt, die Story wird perfekt oder die Story macht das Spiel perfekt, das sind große Worte. Das sind wirklich große Worte. Da setze ich doch meine Ansprüche jetzt schon sehr, sehr hoch. Die Musik ist einfach unschlagbar. Musik! Unschlagbar! Oh, da bin ich so gespannt, Leute. Ihr wisst, wie wichtig mir die Musik ist. Ihr wisst, wie wichtig mir die Musik ist. Und wenn es in Kanto halt wirklich dann auch nochmal irgendwie Remix-Versionen zu den alten Songs geben sollte oder sowas, nur halt in großartigem, orchestralen Dings irgendwie, next level entirely, also komplett auf einem anderen Level, oh boy, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich nicht schon anfange zu heulen wegen der Musik. Aber schauen wir mal. Eine Menge anderer Charaktere taucht in den Spielen auf. Sie sind nun natürlich deutlich älter. Haben uns ja gerade eben schon mal drüber unterhalten. Wie gesagt, dieses 100 Jahre später finde ich ein bisschen überzogen. Muss ich nicht unbedingt haben. Aber so ein paar Jährchen in die Zukunft gereist wäre doch auf jeden Fall unterstützbar. Wäre doch ganz nett. Als nächstes kommt ein Punkt, der sehr interessant für mich gewesen ist. Denn es gab damals auf Twitter, glaube ich, war das, einen Screenshot, der angebliches Gameplay gezeigt haben soll. Und genau dieser Screenshot wird hier nochmal angesprochen. Bei dem Lapras-Screenshot handelt es sich um ein Bild ungefähr vom letzten September oder Oktober. Die Grafiken sind nun deutlich besser als damals. Sie sind nicht mit Ultrasonne etc. vergleichbar. Es gibt eine dynamische Kamera. Leute, eine dynamische Kamera. Das heißt, 360-Grad-Drehung, dynamische Kamera.
Bedenkt außerdem, dass der Screenshot von der Handheld-Version der Switch stammt. Auf dem Fernseher sehen die Spiele noch genialer aus. Gut, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wenn so ein Spiel mitten gerade noch in der Pre-Alpha oder noch in der Entwicklung steckt, dann ist die Grafik natürlich noch nicht so großartig. Aber, wie gesagt, wir bleiben mal gespannt. Prost! Jetzt ein Punkt, der viele von euch zum Jubeln bringen wird. Arenen sind zurück! 4 auf den Kanto-Inseln und 4 in der neuen Region. Leute, es gibt wieder Arenen. Ihr könnt wieder aufatmen und den Flame über die Inselwanderschaft ruhen lassen. Wenn es tatsächlich neue Arenen geben sollte, dann unterstütze ich das auf jeden Fall. Ich habe allerdings auch davor die Inselwanderschaft und die Inselprüfung etc. Sehr genossen, beziehungsweise habe sehr genossen, dass es mal was anderes gewesen ist. Aber das ist natürlich immer alles Geschmackssache und ich freue mich aber dennoch natürlich auch, dass die Arenen wieder am Start sein sollen. Johto existiert auch noch, mit einigen Änderungen hier und da. Man kann es besuchen, aber dort keine Arenen mehr besuchen. Das liegt daran, dass Johto eine neue Route mit ihren Trainern einschlagen möchte und den Pokémon und Trainern so eine neue Bindung geben möchte. Das Konzept erinnert an eine verbesserte Inselwanderschaft. Ich weiß nicht, was genau dahinter steckt, aber es gibt Kanto nicht mehr in der alten Form aufgrund einer Tragödie. Johto überdenkt auf einmal sein gesamtes Trainer-Pokémon-Konzept. Dann haben wir irgendwie eine neue Hauptregion. Wir haben irgendwie Schurken, die irgendwie, weiß nicht, mit irgendeiner deepen Message ihr Ziel verfolgen. Also das Ganze hört sich dort schon wirklich sehr, sehr, sehr deep und sehr, sehr, sehr tiefgründig an. Und das passt natürlich auch mit der perfekten Story, die uns zum Heulen bringen wird. Es gibt viele Anspielungen auf die anderen Regionen, aber man kann sie nicht besuchen. Finde ich ehrlich gesagt auch völlig richtig so. Ich finde Anspielungen auf andere Sachen und so weiter feiere ich immer, weil man sich dann so denkt, ah, das kenne ich! Aber ich finde, man muss es nicht noch übertreiben. Dann würde es sich sehr, sehr nach dem letzten Spiel anfühlen, das wollen wir nicht. Jeder, der denkt, dass die Spiele Tragödien und schlecht werden, braucht einfach Geduld. Ich war mein ganzes Leben Pokémon-Fan und diese Spiele werden die bisher besten sein. Nintendo hat sich mit diesen Spielen selbst übertroffen und es wird euch begeistern, wie toll sie sind. Und auch wenn das Ganze hier nur ein unbestätigter Leak ist und auch wenn wir noch nicht wissen, wie das Ganze aussehen wird, diese Aussage hat sich wirklich gut angefühlt, weil dieses ganze Gemotze in den letzten Tagen mich wirklich genervt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat recht. Habt doch bitte einfach mal Geduld. Das war wirklich der Grund, weswegen ich auch keinen Bock mehr hatte, Videos über irgendwelche Leaks zu machen, weil sich im Voraus so krasses Maul darüber zerrissen wurde, was eventuell sein könnte, was eventuell sein würde. Es wurde alles tot gehatet. Erst wurde gesagt, sich 1000 Pokémon zu fangen ist irgendwie viel zu viel, das können wir überhaupt nicht stemmen. Und dann habe ich irgendwie gestern oder vorgestern auf Twitter einen Tweet geschrieben, dass laut Leak man nur die ersten 151 Pokémon fangen kann. Das ist jetzt übrigens ein Punkt, der hier jetzt, glaube ich, nicht erwähnt wurde und der auch halt anscheinend nicht stimmen wird. Aber da haben sich dann auch wieder alle beschwert. Viel zu wenig, viel zu dies, viel zu das, viel zu jenes. Leute, kann man es euch irgendwie mal recht machen? Gut, nächster Punkt. Ich weiß nicht, wann die Spiele angekündigt werden, aber kann euch nur raten, euch eine Switch zu holen. Ich weiß, dass dieses Thema für viele Leute ein enormes Problem ist. Dass viele Leute sich die Switch nicht leisten können und dass viele Leute Angst und Bange sind, dass sie sich das nächste Pokémon-Spiel eben nicht leisten können. Ich persönlich kann euch sagen, ich bin auch nicht der absolute Top-Fan einer Switch, aber spätestens für die Pokémon-Spiele hätte ich sie mir eh geholt. Für Mario Odyssey habe ich sie mir ja schon geholt und ich habe es nicht bereut. Und wenn selbst ich das sage nach meinem Video und wenn jetzt einer von euch in die Kommentare schreibt, ich dachte, du holst dir keine Switch, ich finde euch und dann wird es euch die Hölle folgen. Jedenfalls macht euch einfach mal Gedanken darüber, ob ihr euch dann, weiß ich nicht, Geld zusammenspart. Oder vielleicht leiht ihr sie euch von einem Kumpel oder sowas oder ihr spielt mit irgendwelchen Freunden gemeinsam oder sowas. Es gibt Wege. Außerdem, ein ganz wichtiger Punkt, der viele von euch zum Schreien bringen wird. Remakes zu Diamant und Perl sind derzeit in Arbeit! Es sind die hierauf folgenden Spiele, aber erwartet sie nicht in zu naher Zukunft, allerfrühestens 2020. Vollkommen legitim. Natürlich sind wir dann mit einem Remake nach 13 Jahren, glaube ich, an der Spitze der absoluten Wartezeit. Allerdings muss gesagt sein, jetzt kommt erstmal eine neue Generation. Und für Remakes oder zwischen den Remakes war immer irgendwie, es waren einige Jahre Zeit. Habe ich auch nochmal alles in dem Video erklärt. Also guckt dort einfach nochmal rein. Und ist völlig legitim. Ich warte von mir aus auch bis 2020. Und
die Zeit vergeht sowieso so schnell, dass ich mir denke, die paar Jahre sind jetzt auch nicht mehr entscheidend. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ihr werdet sehen, dass ich recht habe, wenn die Spiele am Ende dieses Jahres erscheinen. Also, er weiß nicht, wann sie angekündigt werden, aber sie sollen wohl dieses Jahr noch erscheinen. Und es gab dieses Jahr noch kein Pokémon-Spiel. Außerdem, Ende des Jahres macht absolut Sinn zum Weihnachtsgeschäft. Natürlich wünschte ich, es wäre eher. Aber wenn jetzt erstmal in 3 Wochen die E3 ist und wir dann vielleicht endlich die Ankündigung, die offizielle Ankündigung des Pokémon Switch-Titels kriegen, dann brauche ich sowieso, weiß ich, einen Arzt oder sowas. Und das war's mit dem Brief. Das waren die Stichpunkte eines angeblich tatsächlichen Nintendo-Mitarbeiters, der seinen Job für uns riskiert, um uns endlich ein wenig Licht ins Dunkle zu geben. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, nachdem ich das jetzt so gehört und nachdem ich das gelesen habe, ich bin dermaßen gehypt auf dieses Game, weil wenn das wirklich alles Punkte sein sollen, die stimmen, dann wird dieses Spiel großartig. Und ihr werdet sehen, Leute, auch wenn ihr jetzt immer noch zweifelt, wenn diese Punkte wirklich stimmen, dann wird es ein großartiges Spiel. Und dann würde ich mir sehr wünschen, wenn wir endlich aufhören könnten, uns über alles aufzuregen. Denn es bringt doch nichts, im Voraus irgendwas totzuhaten, was noch überhaupt nicht da ist. Das versaut einem nur die tatsächliche Stimmung auf das eigentliche Game. Und deswegen sage ich euch, Leute, wartet ab, habt Geduld, bald ist die E3 und ich verabschiede mich aus diesem Video. Ich würde gerne mit euch ein wenig über diesen Leak hier diskutieren, beziehungsweise eure Meinung einfach mal dazu hören. Deswegen tickert sie jetzt ab sofort in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal auf dem Weg zu den Kommentaren seid, dann macht ihr noch mal ein wenig Stopp in meiner Videobeschreibung. Denn dort findet ihr noch mal Links zu meinen ganzen sozialen Netzwerken, zu meinem Twitter-Account, zu meinem Instagram-Account, zu meinem Twitch-Channel und zu allem anderen, was ich da unten so verlinkt habe. Das war's von mir, Leute. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao!